Frankfurt hat die Wahl. Radio Frankfurt spricht mit den OB-Kandidaten. Am 5. März wird gewählt hier in Frankfurt. Unsere Stadt wählt einen neuen Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin. Jetzt ist Peter Wirth da auch besser bekannt als der Bahnbabbo. Herzlich willkommen. Ja, ich grüße euch alle Hörer von Radio Frankfurt. Ja, lieber Bahnbabbo, ich will dich gar nicht unterbrechen, aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, wer du eigentlich bist für die Leute, die dich noch nicht kennen. Bahnbabbo, wer ist ja, der Bahnbabbo? Ich bin einfach der Bahnbabbo, der draußen die Bahn durch diese Stadt fährt seit 34 Jahren und das mache ich zusammen mit meiner Frau. Und wir begegnen uns immer hier und da. Also wir fahren die Straßenbahn. Straßenbahn? Und die U-Bahn. Wobei die selber fahre ich jetzt nicht mehr. Meine Frau fährt sie noch, gibt eine kleine gesundheitliche Einschränkung, die mir das Tunnelfahren nicht mehr erlaubt. Ansonsten bin ich oben unterwegs. Und warum jetzt Oberbürgermeister werden? Wieso das? Ja, zum einen, weil ich Veränderungen in dieser Stadt herbeiführen möchte, die sich natürlich nur auf demokratischem Wege herbeiführen lassen. Und dazu muss man sich wählen lassen. Und das ist auch gut so in unserer Demokratie. Und deswegen stelle ich mich auf, beziehungsweise bin aufgestellt und werde versuchen, der Bürgerbabo zu werden. Das heißt, bei den anderen Kandidaten, auch bei den letzten Wahlen, gab es niemanden oder auch keine Frau, wo du gesagt hast, ja, die wähle ich. Du hast jetzt entschieden, das selbst in die Hand zu nehmen. Hab natürlich auch gewählt bei den anderen Kandidaten, als es Wahlen gab. Aber nun habe ich gesagt, und das war schon 2019 der Fall, dass ich antreten werde als parteiloser Kandidat. Das wurde von vielen gar nicht ernst genommen. Du meinst es tatsächlich ernst? Du willst kein Spaßkandidat sein. Wie willst du es denn schaffen, auch tatsächlich ernst genommen zu werden bei den anderen? Du bist ja jetzt bei vielen Schülerinnen und Schülern schon sehr beliebt, bei den Jungwählern. Alle kennen dich, wenn man mit dir zusammen auf den Schulhof geht. Aber wie willst du auch bei der restlichen Bevölkerung tatsächlich als ernsthafter Kandidat ankommen? Ja, ich denke nicht, dass ich nur bei der Jugend bekannt bin. Ich habe sehr, sehr viel Feedback da draußen, auch von den Boomern, denen ich ja nun mal selber angehöre. Und das ist keine Spaßkandidatur. Was mich auszeichnet und was mich eigentlich zu diesem Bahnbabbo gemacht hat, ist die Fähigkeit, Brücken zu bauen zwischen allen Generationen und Kulturen. Und über diese Brücke gehen wir von beiden Seiten. Und in der Mitte der Brücke, da treffen wir uns auf Augenhöhe. Und das ist genau das Prinzip, weswegen ich der Bahnbabbo geworden bin, bereits vor 10 Jahren. Was ist denn das drängendste Problem hier in Frankfurt aus deiner Sicht? Ja, ich denke, wir müssen die Verkehrswende schaffen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin jeden Tag da draußen in dem Verkehr. Und wir müssen den ÖPNV voranbringen. Das ist ganz klar. Wir müssen sehen, dass die Straßenbahn in dieser Stadt, die ja ohnehin ein fahrphysikalisch benachteiligtes Fahrzeug sind, wir können nicht bremsen, richtig, also wir können schon bremsen, aber jeder weiß, wir stehen Eisen auf Eisen und nicht Gummi auf Asphalt. Das bremst nun mal nicht so gut und wir können sie gar nicht lenken. Und aus diesem Grund muss die Straßenbahn priorisiert werden in diesem Verbund des Individualverkehrs, weil sie eben das benachteiligte Fahrzeug ist. Genau, an dem Punkt sprechen wir gleich weiter. Der Bahnbabbo hier bei Radio Frankfurt. Frankfurt hat die Wahl. Radio Frankfurt spricht mit den OB-Kandidaten. Frankfurt wählt eine neue Oberbürgermeisterin oder einen neuen Oberbürgermeister. Einer der Kandidaten, der unabhängig auf der Liste steht, also zu keiner Partei gehört, ist der Bahnbabbo. Bürgerlicher Name Peter Wirth. Nochmal hallo Bahnbabbo, schön, dass du da bist. Wir haben gerade schon über die Verkehrswende gesprochen. Die liegt dir ganz besonders am Herzen, natürlich als langjähriger Fahrer einer Straßenbahn hier in Frankfurt. Bleiben wir da nochmal ganz konkret. Gibt es denn Ausbauprojekte? Du sprichst ja bisher immer davon, dass die Straßenbahn priorisiert wird. Aber gibt es auch Ausbauprojekte, wo du sagst, ja, da stehe ich dahinter, da brauchen wir mehr Straßenbahnen in der Stadt? Ja, wir wollen ja ein Straßenbahnkonzept durchsetzen 2025. Und hier sollen mehr Straßenbahnen auf die Schiene. Der Hauptbahnhof muss umgebaut werden. Denn es bringt uns ja nichts, wenn wir neue Stadtteile erschließen oder wenn wir mehr Bahnen auf die Schiene bringen, den Takt verkürzen, dass die Leute nicht so lange warten müssen, wenn wir dann alle hintereinander herfahren. Also hier haben wir ganz klar, das Hauptprojekt ist der Umbau des Nadelöhrs am Hauptbahnhof. Da haben wir heute schon Probleme, dass wir da sehr oft hintereinander stehen. Und das sind natürlich Projekte, die ich absolut unterstützen werde. Und vielleicht kann ich so eine Strecke ja dann selbst mal einweihen als Fahrer dieser Straßenbahn. Über eine neue Strecke wird im Moment noch viel diskutiert in der Stadtpolitik. Das ist die Verlängerung der U-Bahn-Linie 4 nach Ginnheim raus. Da gibt es die einen, die sagen, ja, wir müssen die Goethe-Uni mit anschließen. Die anderen sagen, nein, das geht nicht, weil wir nachher möglicherweise den Palmengarten schädigen. Wie ist da deine Position?
Ja, wenn wir die Verkehrswende schaffen wollen, dann müssen wir ein größeres Angebot bereitstellen. Und natürlich ist das Erste, die Grünflächen zu schonen und auch zu erhalten, ganz klar. Aber der Lückenschluss, der müsste schon passieren. Und gerade, wir haben eine Menge Frequenz auf den anderen Linien und die Leute müssen immer umsteigen. Und Uni ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Da haben wir ganz viele Studierende, die dort natürlich auch ein- und aussteigen müssen, wollen. Und also ich denke, wir haben einen schmalen Grat, auf dem wir uns da bewegen, zwischen den beiden Interessen, nämlich dem Erhalt irgendwelcher schönen Grünflächen und natürlich dem Ausbau des ÖPNV. Aber im Hinblick auf die Verkehrswende ist das ganz, ganz wichtig, dass wir den ÖPNV ausbauen. Und ich werde natürlich dabei sein, auf jeden Fall. Ein weiteres großes Thema ist eigentlich seit 10 Jahren hier das Problem, dass es zu wenig bezahlbaren Wohnraum gibt in Frankfurt. Gefühlt tut sich da eigentlich nichts. Die Preise steigen und steigen. So war es zumindest in den letzten Jahren so. Wie schaust du auf dieses Problem und hast du da Ideen, wie man da rangeht? Ja, Leute, ich bin ja Bürger dieser Stadt. Ich bin hier geboren und ich lebe immer noch und das noch im selben Haus. Ich bin einfacher Mieter. Und wenn mir die Leute draußen auf der Straße erzählen, sie haben die Wohnverhältnisse sind nicht so positiv und sie haben viel Platzmangel, dann kann ich diese Leute verstehen. Warum? Ich wohne selber seit annähernd 20 Jahren mit meiner Frau in einer Einzimmerwohnung. Und wenn mir die Leute sagen, sie haben keinen Platz, dann bin ich der Kandidat, der das verstehen kann. Und wir müssen vor allen Dingen diese unsägliche Gentrifizierung beenden, die hier stattfindet. Die systematische Vertreibung von angestammter Wohnbevölkerung aus ihren Wohnungen, um die Luxus zu sanieren oder abzureißen und ganz tolle Häuser dahin zu bauen, die sich am Ende wieder keiner leisten werden kann. Und das geht nicht so weiter. Wir haben einen unglaublichen Leerstand. Wir haben Bestand, den wir nachverdichten können. Das ist ein seltsames Wort, aber ich sehe das überall, dass wir da mit Leichtbauweise, Fertigbauweise, ökologisch, sinnvoll natürlich, auch nachhaltig, hier oben auf diesen Häusern aufstocken können. Das wird zum Teil schon gemacht und da ist noch ein erhebliches Potenzial. Und natürlich Mietendeckel. Leute, wir müssen raus aus dieser Mietenspirale. Ganz, ganz wichtig. Nochmal, ich bin selber Mieter und ich wohne in der Innenstadt an einer der Hauptverkehrsstraßen in der Einraumwohnung. Dann noch ein Thema, das Bahnhofsviertel. Da schauen viele skeptisch drauf und denken, oha, viele fühlen sich unsicher, viele sagen, es ist zu dreckig. Wie schaust du auf dieses Stadtviertel? Du fährst ja auch jeden Tag mit der Straßenbahn dadurch. Ja, ich bin sogar jeden Tag da. Wir haben unsere Ablösestellen dort. Viele der drogenkranken Menschen auf der Straße kennen mich, sprechen mich auch direkt an. Ich kenne sie. Und in der Pandemie war ich jemand, der nicht im Homeoffice war. Ich war jemand, der jeden Tag in der Pandemie draußen war. Und das war schrecklich zu sehen, wie diese drogenkranken Menschen draußen rumgeirrt sind. Ja, es gab niemand, der ihnen 50 Cent gegeben hat, weil die Leute alle weg waren. Es gab keine Flaschen zu sammeln, weil niemand Flaschen weggeworfen hat. Und das hat mich schon sehr geprägt. Und das Bahnhofsviertel ist ein tolles Viertel, ein urbanes Viertel, ein multikulturelles Viertel. Und ich finde es immer schade, wenn es nur an diesem einen für alle sichtbar Problem, also sichtbaren Problem festgemacht wird. Das ist es nämlich nicht. Das Bahnhofsviertel ist viel, viel mehr. Abschließende Frage, warum will der Bahnbobo in Frankfurt Oberbürgermeister werden? Warum ist Frankfurt aus der Sicht des Bahnbobos die Stadt? Ich bin hier geboren und ich will hier sterben. Ich habe geliebt und es gab auch Scherben. Doch dieser Stadt gehört mein Herz, mit aller Liebe und allem Schmerz. Woher kommt eigentlich diese Leidenschaft zum Dichten, zum Reimen? Ja, ich bin auf meiner Bahn relativ alleine. 8,5 Stunden sitze ich in meiner Kabine und da habe ich Möglichkeiten, Gedichte auszuarbeiten, mir auf meine Gedankenfestplatte zu brennen und sie dann hier und da auch anzusagen. Also in diesem Sinne, vielen Dank für den Besuch. Ich danke euch und Gruß an die Hörer von Radio Frankfurt geht raus. Tschüss, bleibt gesund und bleibt stabil. Frankfurt hat die Wahl. Radio Frankfurt informiert.